B2.6. Die Bogenlänge B des Kreisbogens R3D mit dem Mittelpunkt E beträgt 3 cm. Berechnen Sie das Maß des Winkels R3ED und den zugehörigen Wert für x. Ich skizziere das jetzt einfach mal hier in diese Zeichnung rein. Meinetwegen zum Beispiel könnte der R3 hier liegen. So, das gibt dann hier dieses Dreieck ER3. So. Und natürlich am Schluss hier auf der linken Seite noch den Punkt S3. Wie gesagt, alles rein skizziert, man muss es nicht zeichnen, aber zur Übersicht habe ich es einfach mal eingezeichnet, damit man sieht, was man machen soll. So, jetzt heißt es hier, die Bogenlänge B des Kreisbogens beträgt 3 cm. Dann nehmen wir die Formelsammlung und schlagen mal die Formel für die Bogenlänge nach. Und da finden wir dann in der Formelsammlung die passende Formel mit B ist gleich Alpha durch 360 Grad mal 2 mal Radius mal Pi. So, die Bogenlänge, die kennen wir. Die ist nämlich hier die 3 cm. Alpha, das ist der Winkel, den wir suchen. Das ist nämlich hier der Öffnungswinkel zwischendrin. Und den Radius kennen wir auch, weil Mittelpunkt E ist im Prinzip der Radius, die Strecke ED, also damit 7,78 cm. Können wir also gleich alles einsetzen. Hoppla. So. 3 ist gleich, das war unser Winkel, unser gesuchter. Wie hieß der nochmal? R3. Halt ein R. So, R3ED. Durch 360 Grad ist gleich, mal 2. Mal Radius waren die 7,78. Mal Pi. So, das kann man jetzt entweder im Solver lösen oder per Umformung. Bringe ich zuerst die 360 Grad auf die andere Seite rüber. 3 mal 360 ist gleich Winkel R3ED mal 2 mal 7,78 mal Pi. Alles, was jetzt hier mit Multiplikation angeschlossen ist, teilen wir, also geteilt durch 2 mal 7,78 mal Pi. Das kommt dann alles drüben in einen Nenner. Jetzt fahre ich mal ganz hoch. 3 mal 360 durch 2 mal 7,78 mal Pi ist der Winkel R3ED. So, und das kann man jetzt ganz normal in den Taschenrechner eintippen. Und dann müsste ein Winkelmaß von 22,09 Grad rauskommen. So, diese 22,09 Grad, das ist das hier oben. Das haben wir jetzt gerade berechnet. Und jetzt heißt es noch weiter in der Aufgabe, berechnen Sie das Maß sowie das zugehörige Wert und den zugehörigen Wert von x. Wir erinnern uns, x ist hier der Abstand von e zu s, also von e zu s3 in dem Fall. Hier, diese grüne müssen wir berechnen. Jetzt ist es ungeschickt, dass ich die auch orange gemacht habe. Skizziere jetzt mit schwarz nochmal ein. So, das Übliche wieder. Wir suchen uns Dreiecke, aus denen möglichst viel bekannt ist. Wir kennen hier die orange Linie mit 7,78, das ist nämlich der Radius. Unten die S3, R3 kennen wir nicht. Kennen wir noch einen Winkel. Der hier oben können wir leicht ausrechnen. Weil AED, der komplette Winkel, ist 90 Grad Winkel, 22,09 ist der hier oben, also kriegen wir den anderen Winkel über 90 Grad minus 22,09. Damit haben wir ein rechtwinkliges Dreieck, es funktionieren Sinus, Cosinus, Tangens und Pythagoras, wir haben die Hypotenuse und wir haben die Ankathete, also schauen wir wieder nach, welche dieser vier Sätze funktionieren mit Hypotenuse und Ankathete, und das ist der Cosinus. Also können wir die Strecke ES3 über den Cosinus berechnen. So, was brauchen wir? X. X war die Strecke ES3. So. Über den Cosinus haben wir gesagt, Cosinus des Winkels, jetzt gucke ich nochmal nach, wie der hieß. Wir brauchen den Winkel hier drin, das ist der S3ER3. So, ist gleich Ankathete durch Hypotenuse. Ankathete war die ES3 und die Hypotenuse war ER3.
So, setz mal alle bekannten Größen ein. Cosinus von, das waren die 90 Grad minus die 22,09 Grad ist gleich ES3 ist nach wie vor gesucht und ER3 waren die 7,78. Das kann man jetzt gleich wieder in den Taschenrechner eingeben oder ein paar Umformungen. Die Zahl im Nenner kriegt man weg, indem wir damit durchmultiplizieren. Und dann folgt daraus ES3 ist gleich 7,78 mal Cosinus von 90 Grad minus 22,09 Grad. Das kann jetzt jeder Taschenrechner berechnen. Das müsste jetzt eine Länge von 2,93 cm sein. Daraus folgt also x ist 2,93. Ja, und unser x ist gefunden, die Aufgabe ist gelöst, wir sind fertig.